zeig mal zwei Stück. Du hättest alles lernen. Also auch, die Messer sind sehr, sehr scharf. Ja, das ist richtig. So. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Dietlen Thiemann besucht die Bäckerei Exner in Beelitz, ein Familienbetrieb mit langer Tradition. Bei dem Termin in ihrem Wahlkreis möchte sie aus erster Hand erfahren, was gut läuft und wo es Probleme gibt. So ein Handwerksbetrieb wie hier, die Firma Exner, macht natürlich deutlich, welches Entwicklungspotenzial da ist, aber auch welche Herausforderungen dadurch entstehen, dass da ein Mindestlohn vorhanden ist, dass die Produkte teurer werden, dass man sich dem Markt anpasst. Alles das macht deutlich, wie flexibel ein Unternehmer sein muss. Das mittelständische Unternehmen wurde 1928, also vor 90 Jahren, gegründet und betreibt nun in dritter Generation über 40 Fachgeschäfte in und um Berlin. Ausgewählte, natürliche Zutaten sorgen für den guten Geschmack. Ja, Sie haben geübt eigentlich, das sehe ich. So leicht wie es hier von der Hand geht, so schwer hat es Chef Tobias Exner mit dem Internet. Er braucht mehrere Stunden, um große Dateien, wie zum Beispiel Werbefotos, zu versenden. Deshalb ist ihm der Breitbandausbau ein wichtiges Anliegen. Aber er wünscht sich auch weniger bürokratische Auflagen. Wie zum Beispiel Arbeitszeitgesetze, Ähnliches, also alles, was die Arbeitsmarktregulierung betrifft, so alles, was ein Unternehmer so betrifft im Bereich Verwaltung zum Beispiel. Viele Auflagen, die natürlich aus Unternehmersicht viel Aufwand bedeuten für meine Mitarbeiter. Und da versucht man natürlich da dann mal den Finger in die Wunde zu legen und den Fokus drauf zu legen, wo wir Verbesserungsbedarf sehen. Für Dietlen Thiemann ist klar, politische Entscheidungen sollen es den Unternehmern leichter und nicht schwerer machen. Der Termin bei Exner ist nicht der erste Firmenbesuch in ihrem Wahlkreis. Sie wollen natürlich eines nicht, Steuererhöhungen, die gegebenenfalls die Produkte wieder belasten und auch die Unternehmer belasten. Das ist etwas, was natürlich wenig hilfreich ist, weil der Wirtschaft geht es gut. Und da sollten die finanziellen Mittel in Investitionen getätigt werden und gesteckt werden. Und ich glaube, das ist an der Stelle eine ganz wichtige Aussage, dass die Sicherheit für die Zukunft gegeben ist. Plus minus 10 Gramm geht. Ja. Wir wollen einfach nur zeigen, wie leistungsfähig auch unsere Unternehmen sind. Also das betrifft mich ja nicht alleine. Ich glaube, wir haben viele tolle Unternehmen in der Region und in unserem Land. Und wir wollen einfach mal den Politikern auch zeigen von unserer Seite, was wir leisten können natürlich und dass sie das mitnehmen. Und natürlich auch, welche Bedürfnisse wir haben. Und dann hoffen wir natürlich, dass das irgendwo dann Gehör findet. 2017 wurde sie in den Bundestag gewählt. Davor war Dietlen Thiemann 14 Jahre Oberbürgermeisterin der Stadt Brandenburg an der Havel. Ihre langjährige Erfahrung will sie mit in ihre Arbeit als Bundestagsabgeordnete einfließen lassen. Für mich ist es wichtig, mich mit den Themen zu beschäftigen, die jetzt aktuell sind, aber mit der Maßgabe, die Erfahrungen, die ich wirklich aus der Kommune habe, aus der Arbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern einzubringen. Aber auch wichtig, und das ist für mich dann natürlich auch der Brückenschlag für die Arbeit im Wahlkreis, immer dran zu bleiben, um zu wissen, was da richtig los ist. Die Bundestagsabgeordnete ist auf jeden Fall auf den Geschmack gekommen. Und das traditionell gebackene Dinkelbrot soll übrigens auf der Grünen Woche präsentiert werden. Qualität aus der Region, die richtig gut schmeckt.